Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu der neuen Sub-Upper-Challenge-Aufgabe für den Dezember. Ich erzähle dir außerdem, was ich im November bisher gelesen habe und was ich gerne im Dezember lesen möchte. Und werde dir noch für so den letzten Monat dieses Jahres ein bisschen motivierende Worte mit auf den Weg geben, was die Sub-Upper-Challenge angeht. Du siehst hinter mir jetzt gerade nicht so viel, aber ich werde dir zum Abschluss des Videos, glaube ich, noch ein bisschen die Umgebung abfilmen. Ich habe eigentlich voll die geile Aussicht. Nur leider kann ich nicht dahin filmen, weil das Licht dann wieder scheiße ist. Es könnte sein, dass es jeden Moment hier anfängt zu regnen, aber ich dachte mir, ganz egal, ich mache dir jetzt hier an diesem wunderschönen Ort ein Video. Ich habe richtig Lust drauf. Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es unglaublich, dass das Jahr einfach schon wieder fast zu Ende ist. Es ist jetzt noch ein Monat und ein paar Tage, wenn du dieses Video siehst. Und dann ist einfach 2024. Ich finde, dieses Jahr ist einfach gefühlt so vergangen. Und es ist einfach der 12. Monat für unsere gemeinsame Sub-Upper-Challenge. Das finde ich richtig, richtig krass. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir in die Kommentare mal schreibst, wie bei dir der Sub-Abbau so gelaufen ist, wenn du überhaupt mitmachst. Ne? Jeder soll das so handhaben, wie er möchte, aber ich weiß, dass es einige echt motiviert hat, jeden Monat diese neuen Aufgaben zu kriegen. Und ich selber habe ja letztes Jahr so durchgezogen und bin deswegen jetzt gar nicht so sehr dabei, meinen Stapel ungelesener Bücher abzubauen. Jetzt aktuell sowieso nicht. Aber finde es voll schön, wenn dir die Aufgaben dabei helfen und auch wenn man sich so gegenseitig einfach ein bisschen motiviert. Deswegen, wenn du bisher dieses Jahr voll dabei warst, dann hoffe ich, dass du das jetzt auch noch bist und zieh im Dezember nochmal richtig durch. Ich finde gerade so in der Vorweihnachtszeit, bei mir jetzt gerade nicht, aber bei dir zu Hause vielleicht schon, wenn alles so schön geschmückt ist, wenn Lichterketten da sind, wenn man sich eine Kerze anzündet, sich so einen schönen Kakao oder einen Kaffee oder einen Tee oder so macht und sich einmummelt, dann ist das total die gemütliche Jahreszeit, um zu lesen und vielleicht schaffst du es ja noch ein paar Bücher von deinem Stapel zu befreien. Und was waren die letzten Aufgaben für den November? Ich musste ehrlicherweise selber nochmal nachgucken. Und zum einen war ja die Monatsfarbe grau. Dann war die eine Aufgabe, dass du ein Buch von jemand anderem quasi auswählen lässt. Und die dritte Aufgabe war es, ein Buch auszuwählen, was in deiner Heimat spielt. Und ich habe ja nur so ein bisschen mir quasi ausgesucht, was ich eigentlich im November gerne lesen oder auch hören möchte. Habe mich daran tatsächlich auch gehalten bisher und habe aber im November noch gar nicht so viel gelesen und auch nicht so viel gehört. Ich kann dir sagen, was ich gelesen habe. Und zwar war das zum einen, warte, ich muss hier kurz gerade suchen. Ich habe gelesen den fünften Teil von Federleicht. Moment, zeigt dir das hier? Von Mara Wolf. Davon habe ich jetzt schon so viel gesprochen. Das ist grau. Das ist tatsächlich aber Zufall gewesen. Aber es passt zur Monatsaufgabe, beziehungsweise zur Monatsfarbe. Das ist der fünfte Teil von einer siebenteiligen Reihe. Es ist eine Jugendfantasy-Geschichte. Ich lieb's. Es geht so weiter, dass ich wirklich einfach in diese Bücher versinke. Ich bin fast fertig mit diesem Buch und werde heute das auch noch zu Ende lesen und dann auch mit dem sechsten Teil anfangen. Und dadurch, dass es hier ständig regnet, wo wir gerade sind, in Costa Rica, um genau zu sein, in Monterrey bzw. in La Fortuna, ist auch genug Zeit, ein bisschen zu lesen. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass ich diese Reihe vielleicht im November sogar noch zu Ende lese, weil ich wirklich wissen will, wie es zu Ende geht. Und ich weiß, dass es immer total blöd irgendwie ist, wenn jemand von einer Reihe erzählt und dann vom fünften Teil und man selber denkt so, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Aber ich sag dir, ich bin da voll drin irgendwie und genieße es. Und ich hatte auch schon mal in einem anderen Video gesagt, als ich noch in Deutschland war, beziehungsweise zu Hause in Berlin, dass das für mich so eine Reihe ist, wo ich mich richtig wohlfühle, ne? Und gerade so an manchen Tagen habe ich tatsächlich ein bisschen Heimweh. Es geht, ich halte es alles aus, aber dann ist so eine Wohlfühlgeschichte, finde ich, das Allerschönste. Und ich bin gespannt, wie es mit Eliza und ihren Elfen weitergeht, sagen wir es so. Dann habe ich angefangen zu lesen Dezemberknistern, Liebe in den Bergen von Patricia Renott. Das sieht so aus. Siehst du das hier? Das habe ich ganz neu und habe es auch von der lieben Patricia als E-Book zugeschickt bekommen, weil ich das unbedingt lesen wollte, weil ich ihre Bücher liebe. In Dezemberknistern geht es um Leonie und um Bela. Und Leonie kann Bela schon ihr Leben lang nicht leiden. Sie findet ihn scheiße. Er ist das absolute Gegenteil von ihr. Er ist Chaos pur. Und die Familien von den beiden beschließen zusammen, Weihnachten zu verbringen in den Bergen. Und sie denkt sich nur so, ist doch jetzt nicht wahr. Das ist meine liebste Zeit im Jahr, diese Vorweihnachtszeit. Und jetzt soll ich mit diesem Idiot und seiner Familie hier irgendwie die Zeit verbringen. Hat sie gar keinen Bock drauf.
Dann kommt ein Schneesturm und die beiden stecken in einem Chalet fest und denken sich, okay, jetzt sind wir hier ja nun mal beide, lass doch mal gucken, ob wir nicht doch Gemeinsamkeiten haben. Und das ist zuerst ziemlich schwierig für die beiden, aber dann merken sie mit der Zeit, dass sie vielleicht doch mehr gemeinsam haben, als sie am Anfang denken. Und ich glaube, wir alle wissen, in was für eine Richtung solche Geschichten gehen. Und ich habe da so Bock drauf. Ich liebe es, wie Patricia schreibt. Sie hat auch wieder eine Playlist zu dem Buch. Das finde ich immer total schön, wenn man auch die Musik quasi dazu anhören kann, die den Autoren dazu inspiriert hat, bestimmte Szenen zu schreiben. Ich habe die Playlist tatsächlich auch schon gehört. Und ich versuche jetzt durch Bücher so ein bisschen Weihnachtsfeeling zu bekommen. Und ja, da habe ich mit angefangen. Ich bin aber noch relativ am Anfang, um genau zu sein, auf Seite 12 oder so. Aber das ist okay, ich bin schon drin. Und dann habe ich noch angefangen, Westworld von Lena Kiefer zu hören. Das blende ich dir jetzt hier ein. Oder eigentlich kann ich es dir auch auf meinem Handy zeigen, dann brauche ich es nicht einblenden. Wahrscheinlich kennst du ja auch das Cover. Siehst du das? Ich glaube, ein bisschen kann man es sehen. Da geht es um Helena und im Josiah. Helenas Schwester und der Bruder von Josiah sind beide gestorben und alle geben die Schuld Helenas Schwester. Und sie macht sich ein Jahr ungefähr, nachdem diese ganze Tragödie passiert ist, auf den Weg, um den Ruf ihrer Schwester wiederherzustellen und trifft dann auf Josiah, also den Bruder von dem verstorbenen Ex ihrer Schwester, beziehungsweise es ist nicht ihr Ex, sondern es ist ihr Freund. Egal, jetzt sind wir alle verwirrt, sogar die Verwirrung ist verwirrt. Jedenfalls möchte sie den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen und merkt dann, dass sie Josiah doch netter findet, als sie so denkt. Und das, obwohl seine Familie, ihrer Familie und auch ihr, ja voll das Leben zur Hölle macht und halt so auf ihrer Schwester rumhackt, die ja auch verstorben ist. Und ich bin jetzt so bei 12%, glaube ich. Warte, ich kann nochmal nachgucken. Ja, bei 12%, also auch noch nicht so weit. Aber bisher mag ich es echt gerne. Also vielen Dank für den Tipp. Das ist quasi das, was ich für die November-Challenge genommen habe als Buch, was jemand anders ausgesucht hat. Ich habe kein Buch angefangen, was in meiner Heimat spielt, wenn du so willst. Wenn man mal davon absieht, dass Dezemberknistern in Deutschland spielt. Aber nichts, was jetzt irgendwie in Berlin direkt spielt. Deswegen habe ich für die dritte November-Aufgabe quasi nichts. Und womit ich eigentlich auch noch voll gerne anfangen wollte, beziehungsweise weitermachen wollte, aber dazu kann ich echt noch nichts sagen, ist Honigland von Hanni Münzer. Es fängt jetzt hier ein bisschen an zu nieseln, aber ist egal. Hier, siehst du das? Da bin ich aber auch noch so am Anfang, dass ich dazu nicht wirklich was sagen kann. Also du merkst, ich springe irgendwie so ein bisschen zwischen den Büchern und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich auch gerade das Gefühl, dass ich so ernste Bücher gerade nicht lesen kann, wo es um so, ja, wie soll ich sagen, tragische Themen irgendwie geht. Also deswegen ist sowas wie jetzt Dezemberknistern, wo es irgendwie so eine süße Liebesgeschichte ist, damit komme ich gerade irgendwie besser klar als mit so Tragödien, aber ich denke, es wird noch wieder kommen. Ich hätte jetzt auch gerade überhaupt keine Lust, einen Thriller zu lesen tatsächlich, ganz komisch. Und so ist bei mir der November bisher gewesen. Ich sag dir natürlich dann im Lesemonatsvideo noch mehr dazu. Und jetzt kommen wir mal zu den Aufgaben für den Dezember. Ich habe ein bisschen geschaut, was wir noch nicht hatten, welche Farben wir noch nicht hatten, damit es auch für alle dann passt. Und habe mir Folgendes überlegt, damit du mit der Sub-Upper-Change weitermachen kannst. Also, pass auf, die Farbe, die ich ausgewählt habe für den Dezember, ist keine direkte Farbe, sondern es sind leuchtende Farben. Weil ich mir dachte, wenn ich jetzt, also wir hatten weiß, wir hatten gelb und beige, wir hatten lila, wir hatten bunt wegen Ostern, wir hatten gelb, wir hatten blau, wir hatten rot. Wir hatten deine Lieblingsfarbe, wir hatten grün, wir hatten rosa, wir hatten grau und jetzt dachte ich, okay, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Deswegen dachte ich leuchtende Farben und da kann sich dann jeder aussuchen, was er will. Vielleicht ist was Weihnachtliches dabei, vielleicht hast du auch gar keinen Bock auf Weihnachten und willst lieber was anderes lesen. Das kannst du dir dann so interpretieren, wie du willst. Die zweite Aufgabe, beziehungsweise die richtig gestellte Aufgabe für den Dezember ist es, ein winterliches oder weihnachtliches Buch rauszusuchen. Vielleicht feierst du auch gar kein Weihnachten und kannst diesem ganzen Trubel nichts abgewinnen. Dann such dir einfach was Winterliches raus. Es muss ja nicht immer ein Weihnachtsbuch sein. Und das dickste Buch. Ich weiß, das ist immer gemein, weil das dickste Buch schiebt man ja immer sehr gerne so ein bisschen vor sich her. Aber vielleicht schaffst du es im Dezember, so zum Endspurt der Sub-Upper-Challenge, noch dein dickstes Buch vom Stapel ungelesener Bücher zu befreien. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du das versuchst und vor allem würde mich interessieren, was das dickste Buch auf deinem Sub überhaupt ist. Vielleicht hast du ja Lust, es mir in die Kommentare zu schreiben. So, jetzt interessiert dich vielleicht, wie ich das hier mache, denn ich habe ja hier gar keinen physischen Sub, wenn du so willst. Ne? Der ist halt zu Hause, da komme ich nicht ran und ich habe ein paar E-Books auf meinem Reader, die ich dir auch nochmal so gesondert eigentlich vorstellen wollte in einem Video und habe mir jetzt überlegt, das Weihnachtsbuch, was ich ja jetzt eigentlich im November schon lese, vielleicht
habe ich es im Dezember aber noch nicht fertig, ist für mich Dezember knistern und ansonsten schaue ich mal, worauf ich Lust habe. Ich überlege noch, ob ich mir hinter verzauberten Fenstern von Cornelia Funke irgendwie runterlade, weil das habe ich halt hier nicht und ich brauche es eigentlich, ist ja ganz klar. Ja, das ist ja so mein Weihnachtsbuch, was ich jedes Jahr lese, ist eine süße Kindergeschichte, wo es um einen magischen Adventskalender geht, um eine Abenteuergeschichte, liebe ich total. Leuchtende Farben werde ich auch dieses Dezember-Knistern-Buch nehmen und bei dem Buch, was das dickste ist, wäre es bei mir auf dem Sub tatsächlich folgendes, zumindest bei meinem Sub hier auf meinem Reader, das achte Leben für Brilka von Nino Haratschivi. Warte, ich muss das kurz laden, damit ich dir das zeigen kann. Das sieht so aus. Das hat über 1000 Seiten, beziehungsweise hier auf dem Reader 925 und ist damit mit Abstand das dickste Buch auf meinem Sub. Ich habe schon mal versucht, zu diesem Buch inhaltlich irgendetwas zu sagen, aber mir fällt es wahnsinnig schwer. Deswegen mache ich es ausnahmsweise so, dass ich dir einen Mini-Abschnitt aus dem Klappentext bzw. aus der Beschreibung dieses Buchs vorlese. Es ist ein epochales Werk der auf Deutsch schreibenden, aus Georgien stammenden Autorin Nino Haratschivili. Ein Epos mit klassischer Wucht und großer Welthaltigkeit, ein mitreißender Familienroman, der mit hoher Emotionalität über die Spanne des 20. Jahrhunderts bildhaft und eindringlich, dabei zärtlich und fantasievoll 8 außergewöhnliche Schicksale in die georgisch-russischen Kriegs- und Revolutionswirren einbindet. Wow, versucht das mal ganz schnell und auswendig zu sagen. Ich glaube, das schafft man nicht so einfach. Es geht jedenfalls um verschiedene Familienmitglieder in verschiedenen Zeitebenen, die miteinander verknüpft sind. Und dieses Buch hat mir ein Freund von mir empfohlen und meinte, man muss sich darauf zwar erstmal einlassen, aber dann ist es einfach der absolute Wahnsinn. Keine Ahnung, ob mir das gefallen wird, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber ich bin extrem gespannt darauf. Hallo, was ist hier? Weißt du, hier ist Naturgeräusche und alles für dich, habe ich extra so aufgebaut und jetzt holt der hier seine Kreissäge raus. Nirgends hat man seine Ruhe. Mein Gott. Nein, Spaß beiseite, ich sitze vor einem Busch, wo einfach 3 Kolibris immer drumherum schwirren. Das werde ich dir gleich noch filmen. Es ist der Hammer hier. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Du hörst wahrscheinlich hier so ein Gepiepse und die Blätter und die Zirpen und alles. Einfach schön. Wollte ich gerne mit dir teilen. So, wurscht. Zurück zu dem Buch, beziehungsweise meiner Leseliste. Ich bin sehr gespannt darauf und vor allem bin ich gespannt, ob ich wirklich Bock habe, es zu lesen. Aber ich habe es mir jetzt einfach mal vorgenommen und wollte dir der Fairness halber, weil ich dir diese Aufgabe ja auch stelle, zeigen, was mein größtes, dickstes Subbuch ist. Und ansonsten kann ich dir vielleicht noch so ein bisschen erzählen, es blendet hier so krass, weil der Himmel so weiß ist, meine Güte, kann ich dir ja noch ein bisschen erzählen, wie es hier so mit dem Lesen ist. Ich habe nämlich ganz viele Fragen bekommen. Erstens, was mein Freund eigentlich macht, wenn ich denn hier lese und ob ich überhaupt zum Lesen komme, ob ich da Lust drauf habe und so weiter. Und ich kann dir sagen, das ist phasenweise unterschiedlich. Also jetzt die letzten Abende habe ich schon auch öfter mal was gelesen. Ich werde jetzt auch gleich weiterlesen, weil wir heute einen ganz entspannten Tag hier machen, weil es andauernd so heftig regnet, dass wir eigentlich nichts richtig unternehmen können, was draußen ist. Und dann gibt's aber auch genug Tage, wo ich gar nicht lese und dazu auch gar nicht komme, weil wir den ganzen Tag unterwegs sind und wenn man dann abends im Bett liegt, dann ist man einfach müde. Man muss dazu sagen, hier ist es so, ich glaube, ganz viele denken, dass es hier richtig lange hell ist, aber hier ist es um 17.15 Uhr dunkel, also immer noch später als in Deutschland, aber trotzdem um 16:45 ist es dunkel. Dafür ist es dann um 4.30 Uhr oder so hier hell. Heißt, wir gehen halt sehr früh schlafen, damit wir dann auch früh wieder wach sind, damit man was vom Tag hat. Und zum Hörbuch hören bin ich bisher fast gar nicht gekommen, weil wir tatsächlich momentan mit dem Auto rumreisen und nicht mit dem Flugzeug. Heißt, mein Freund und ich hören zusammen Podcast. Man muss sich natürlich dann ja abstimmen. Achso, das kann ich ja nicht für mich alleine dann immer alles entscheiden. Aber Westville will ich unbedingt noch weiterhören. Und ich glaube, ich werde im Dezember ein paar Weihnachtshörbücher hören. Mal gucken. Wow, jetzt kommt hier wieder meine Stirnfalte raus. Ich sag's dir, es ist mir hier einfach ein bisschen hell, aber ist nicht schlimm. So, jetzt bin ich vollkommen vom Thema abgekommen. Ich wünsche dir für deinen Stapel ungelesener Bücher, wenn du dir die Challenge gesetzt hast, ihn abzubauen, dass du im Dezember nochmal richtig durchziehst. Denn ich kann mir vorstellen, dass du als Bücherwurm vielleicht zu Weihnachten auch Bücher bekommst oder jetzt zum Black Friday dir vielleicht englischsprachige Bücher mit Rabatt gekauft hast oder wie auch immer, dir vielleicht selber eine Freude machst. Und dann wäre es ja schön, wenn man noch ein bisschen was reduziert. Hast du das gerade gesehen? Das war ein bisschen komisch, aber egal. Naja, so oder so. Ih, was war denn das? Mir ist hier irgendein Viech drauf gelandet. Naja, so oder so
ja, drücke ich dir einfach die Daumen, dass du eine wunderschöne Lesezeit dir machst, ohne dir natürlich Stress zu machen, denn die Vorweihnachtszeit ist manchmal schon stressig genug. Genieß einfach alles, genieß jede Seite, genieß jedes Buch, jede Geschichte, alles, was du dir noch zuführen möchtest. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao! Also tatsächlich hat sich jetzt schon wieder viel mehr zugezogen, als es eben der Fall war. Das ist hier der Ausblick. Hier ist eigentlich ein Vulkan, der richtig hoch ist. Wir haben ihn noch niemals ganz gesehen, weil es immer neblig und wolkig und grau ist. Hier sind abends immer Glühwürmchen drin. Ach, warte mal, das kann ich dir noch zeigen. Das ist ganz nice hier. Das ist die Terrasse mit dem Bild. Auf dem Boden. Und hier habe ich gerade quasi hingeschaut, als ich dir das Video gedreht habe. Und hier ist dieser Busch, wo immer Kolibris sind. Und wir warten jetzt einfach einen Moment, bis die kommen. Da sitzt der kleine Freund. Und ich glaube, ich war ihm zu nah dran. Und dadurch, dass ich jetzt hier auch in die Kamera rede, ist es für ihn natürlich ein bisschen gruselig. Aber da ist er. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann. Die sind ja auch einfach mega schnell und ist dementsprechend auch schnell wieder weg. Aber der wuselt da rum. Und das ist so schön, das zu beobachten. Könnte ich stundenlang machen. Das hier gehört einfach auch alles noch zu dem Grundstück, aber das Haus ist quasi nicht unseres, also aber da wohnt keiner. Und ich schwenke mal hier rüber. Siehst du das? Ich versuche mal ranzusehen. Das ist einfach so ein Eingangstor, wo so R und R quasi draufsteht vorne. Und als wir hier reingekommen sind, dachte ich wirklich zuerst so, wow. Also jetzt trete ich hier im Buch von Lucinda Riley in die Vergangenheitsgeschichte irgendwie rein. Wer weiß, vielleicht klart das heute noch auf und ich kann dir noch eine schöne Aufnahme hier machen. Aber wenn nicht, dann ist es so, dann hast du jetzt einen kleinen Einblick. Manchmal sind diese grauen Wolken alle weg, also zumindest ein bisschen weiter oben. Dann glaubst du nicht, was das hier für ein wunderschönes Grün einfach ist. Und ja, mein Freund wird jetzt hier gleich mit seiner Drohne ein bisschen fliegen und ein paar Aufnahmen machen. Ich schneide dir das Video und wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag.